Was ist Gluten? Gluten ist ein Klebereiweiß. Das heißt, das sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn ihr euch irgendwo eine Pizza holen geht, dass der Pizzabäcker dann mit dem Pizzateig ja diverse Kunststücke vollbringen kann und der Teig aber ja zusammenhält, zusammenklebt. Hallo, mein Name ist Sören Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und in diesem Video geht es um Weizen, um den guten alten Weizen. Was hat es damit auf sich? Einige von euch kennen sicherlich das Buch Die Weizenwampe, wo es ja nicht nur darum geht, dass man vom Weizen dick wird, sondern allgemein um die ganzen gesundheitsschädlichen Wirkungen vom Weizen. Und ich habe das jetzt kreativ, wie ich bin, einfach mal umgedichtet in die Weizenwange. Wir werden uns genau anschauen, welche Faktoren den Weizen genauso ungesund machen, beziehungsweise wie es dazu kam und durch welche gesunden Alternativen du ihn ersetzen kannst. Und zwar, das eigentliche Übel begann erst vor ein paar Jahrzehnten. Und zwar wurde der Weizen extrem hochgezüchtet und quasi genetisch verändert. Was heißt das? Oder wie kam es dazu? In den 40er, 50er, 60er Jahren hat sich damit ein sehr erfolgreicher und bekannter Wissenschaftler beschäftigt. Und der Kollege wollte quasi, ja, dass halt die Menschen in Mexiko, die Bauern, nicht verhungern, weil deren Weizenernten so schlecht waren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich, dass er sich da engagiert hat und rumgeforscht hat. Auf jeden Fall, ja, konnte er dann durch Züchten den Weizen widerstandsfähiger machen, auch gegenüber Fressfeinden oder gegenüber klimatischen Bedingungen. Und was ist denn passiert? Die Erträge sind bis zum um das Sechsfache gestiegen. Es war natürlich sehr, sehr gut. Er konnte damit sehr, sehr viele Millionen Menschenleben retten vor dem Hungertod. Und da das so gut in Mexiko funktioniert hat, wurde diese Weizenform dann natürlich überall auf der Welt auch verbreitet. Vor allem dort, wo es quasi ja diese Hungerprobleme gab. Zum Beispiel in China oder auch in Indien wurde dieser Weizen dann verwendet und dann von dort halt überall in die ganze Welt. Dafür hat dieser Wissenschaftler auch einen Friedensnobelpreis bekommen. Ich möchte das jetzt hier gar nicht schlecht reden. Ja, hat er was Gutes geleistet. Aber welchen Rattenschwanz dieses Verändern des Urweizens mit sich zieht, das werden wir jetzt hier mal genauer analysieren. Und zwar Thema Gluten. Einige von euch haben schon mal was davon gehört, sicherlich. Aber ja, ihr wisst jetzt noch nicht so ganz Bescheid. Und zwar, was ist Gluten? Gluten ist ein Klebereiweiß. Das heißt, das sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn ihr euch irgendwo eine Pizza holen geht, dass der Pizzabäcker dann mit dem Pizzateig ja diverse Kunststücke vollbringen kann und der Teig aber ja zusammenhält, zusammenklebt. Was hat jetzt das Gluten mit der Züchtung, mit der Hochzüchtung zu tun? Und zwar wurde der Glutengehalt extrem gesteigert, erhöht durch die Züchtung. Also Weizen ist mit Abstand das Getreide mit dem höchsten Glutengehalt. Plus die Glutenform ist besonders schädlich beim Weizen. Es enthält nämlich sogenannte Gliadine und die sind halt besonders schädlich, weil sie ja einmal sehr süchtig machen und zweitens, also es gibt halt verschiedene Wissenschaftler, die diese Gliadine auch mit Opiaten gleichsetzen. Was sind Opiate? Opiate sind Schmerz- und Betäubungsmittel mit sehr hohem Suchtpotenzial. Ist zum Beispiel auch eine mögliche Erklärung, warum man so schwer aufhören kann, mit Weizenprodukten zu essen, zum Beispiel bei Nudeln, bei Backwaren, Brötchen, Brot, oder auch, wie es dann zu diesen starken Entzugserscheinungen kommt, wenn man darauf verzichtet. Das heißt, wenn du mal probierst, ein paar Tage, Wochen oder Monaten keinen Weizen zu essen, dann ist es unter Umständen möglich, dass du am Anfang erstmal ja diverse Entzugserscheinungen hast, Kopfschmerzen, diese ja, Anfälle, also die du dann unterdrücken musst, diese Fressanfälle. Und das hängt halt auch mit dem veränderten Glutengehalt bzw. mit der veränderten Glutenstruktur zusammen. Genau, das Thema mit dem Suchtfaktor hatten wir gerade schon kurz angerissen. Also im Endeffekt ist der Suchtfaktor auch durch das Gluten bedingt, auch noch mit diesen Insulinschwankungen, worauf wir auch noch später zu sprechen kommen. Aber Weizen macht extrem süchtig. Und alle Erzeugnisse daraus. Das heißt, auch im Gehirn werden da verschiedene, sage ich mal, Bereiche stimuliert,
die dazu führen oder die dich dazu bringen, dass du immer wieder in dieses Genusserleben, in dieses Rauscherleben reinkommen willst. Und es wird nicht ohne Grund Weizen oder diese spezielle Inhaltsstoffe im Weizen als Opiate bezeichnet. Und das kommt schon nicht von ungefähr. So, gehen wir nochmal speziell auf das Thema Darmgesundheit ein. Was hat es damit auf sich? Also einmal allgemein zum Darm. Wenn der Darm funktioniert, dann bist du gesund und dann ist auch deine Haut gesund. Das heißt, im Darm sind erstmal 70-80% des Immunsystems. Und wenn der Darm funktioniert, dann hast du quasi ein starkes Immunsystem. Das ist schon mal der erste wichtige Faktor. Auch sehr wichtig, wenn der Darm funktioniert, kannst du alle Nährstoffe aufnehmen, die du zu dir nimmst. Wenn der Darm nicht funktioniert, dann kannst du halt nicht alle Nährstoffe aufnehmen, die du zu dir nimmst. Und also viel wichtiger als die Nährstoffe, die man quasi oben reinführt, die man isst oder trinkt, sind die Nährstoffe, die wirklich quasi in den Zellen ankommen. Und das kann nur funktionieren, wenn der Darm gut funktioniert. Außerdem gibt es eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von gesunder Haut zu einem gesunden Darm. Das heißt, wenn du unreine Haut hast, dann hat es auch immer was mit einem ungesunden Darm zu tun. Das heißt, dass dort verschiedene Prozesse nicht so ablaufen, wie sie eigentlich ablaufen sollten. Und deswegen ist die Darmgesundheit sehr wichtig für eine gesunde, reine Haut, wenn du deine Akne bekämpfen willst. Was hat es jetzt noch damit auf sich? Und zwar mit dem Gluten. Gluten verklebt den Darm, die Darmzotten. Das heißt, wenn das dort alles verklebt wird, dann kannst du halt dementsprechend die Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen und es führt langfristig auch zu Entzündungen und so weiter. Außerdem, also jetzt geht es langsam nur speziell um das Thema Hautgesundheit und Pickel. Und zwar, Weizen führt zu extrem starken Blutzuckerschwankungen. Das heißt, der Weizen wird im Dünndarm, also nachdem er den Magen verlässt, im Dünndarm aufgenommen und führt aber zu extrem starken Blutzuckerschwankungen. Das heißt, also der Zucker im Blut steigt sehr stark. Was passiert dann? Dann meldet sich die Bauchspeicheldrüse und ja, schüttet sehr viel Insulin aus, um den Blutzucker in die Zellen zu bringen durch das Insulin. Wenn sehr viel Insulin ausgeschüttet wird, geht der Blutzuckerspiegel natürlich sehr rasch nach unten. Was passiert, wenn er sehr rasch nach unten geht? Dann entsteht wieder dieses Hungergefühl bzw. diese Heißhungerattacken. Und dementsprechend ist Weizenkonsum auch sehr stark mit diesen Blutzuckerschwankungen und dementsprechend auch mit diesen Insulinschwankungen zusammen, was, wie wir uns gleich angucken werden, sehr negative Auswirkungen auf die Haut hat. Und zwar, wenn Insulin, also wenn Blutzuckerschwankungen passieren und Insulinschwankungen stattfinden, dann führt es zu einer vermehrten Produktion von Androgenen. Das sind männliche Geschlechtshormone, das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, ist es aber. Und zwar durch vermehrte Androgenproduktion wird die Talgproduktion gesteigert in der Haut oder unter der Haut. Was passiert, wenn zu viel Talg produziert wird? Der Talg setzt sich in den Poren fest oder kann nicht komplett ausgeschieden werden und die Poren verschließen sich bzw. entzünden sich. Und wenn sich die Poren entzünden, dann führt es natürlich dazu, dass Pickel entstehen. Also das ist so ein zentraler Faktor, warum überhaupt erst Pickel entstehen, neben diversen Ausscheidungsreaktionen, worauf wir auch nochmal später zu sprechen kommen. Genau, das war jetzt hier so also die Kurzfassung. Blutzuckerschwankungen, Insulinschwankungen, erhöhte Androgenproduktion, erhöhte Talgproduktion, dadurch Porenentzündung und dadurch entstehen mehr Pickel. Was haben diese Insulinschwankungen noch mit auf sich? Die fördern zum Beispiel auch die Verhornung der Haut. Das heißt, ja, die Hautschicht verhornt sich immer mehr. Dementsprechend kann der Talg auch nicht mehr so gut austreten. Das führt wieder zu Entzündung und zu mehr Pickel. Außerdem fördert Insulin allgemein alle chronischen Entzündungen und dementsprechend auch ja, Hautentzündungen. Tiefe Pickel, aber auch bei anderen Hautkrankheiten spielt es immer eine Rolle. Und auch noch ein wichtiger Faktor, diese Heißhungerattacken, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wenn ich natürlich immer wieder Heißhunger habe und Heißhunger auch auf sehr ungesunde Sachen, schädige ich natürlich damit meinem Darm, meiner Leber, meinen Nieren und langfristig auch wegen diesen Prozessen hier meine Haut natürlich auch. Ja, das waren jetzt so die Hauptfaktoren,
warum du deinen Weizenkonsum wirklich auf ein Minimum reduzieren solltest, beziehungsweise auch alle Produkte, wo Weizen enthalten ist. Und beziehungsweise, wenn du es wirklich ernst meinst, so, dann solltest du ja Weizen so gut wie es geht einfach nur meiden, wegen all diesen Faktoren, die ich hier aufgezählt habe. Speziell, wenn du schon gesundheitliche Probleme hast oder wenn du halt verhindern willst, dass du überhaupt welche bekommst. Und ja, zum Schluss gucken wir uns die gesunden Alternativen an. Das heißt, wie kann man den Weizen ersetzen vom Geschmack her, beziehungsweise auch ja, mit viel gesünderen Varianten. Und zwar kann man zum Beispiel die Urform wieder integrieren. Wir haben ja vorhin besprochen, dass der Weizen vor 50, 60 Jahren sehr stark verändert wurde in der genetischen Struktur. Und bei diesen Urformen ist das quasi nicht der Fall. Das sind zum Beispiel Emma und Einkorn. Und die haben auch einen gewissen Glutenanteil, aber diese ganzen anderen Faktoren sind bei denen sehr, sehr abgeschwächt. Und natürlich ist Gluten auch viel weniger vorhanden. Eine weitere Variante, wovon ich zum Beispiel ein großer Fan bin, sind so Pseudogetreide wie Buchweizen, wie Amaranth, wie Quinoa oder so Süßgräser wie die Hirse, die einen extrem hohen Anteil an Mineralien haben, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Weizen, mit den Inhaltsstoffen im Weizen, wobei die vom Weizen auch gar nicht so gut aufgenommen werden können, diese wenigen Stoffe, die da drin sind, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und auch eine gute Alternative ist zum Beispiel Vollkornreis, brauner Reis. Das heißt, wenn du Reis konsumierst, dann solltest du bitte nicht diesen weißen, geschälten Reis konsumieren, weil der auch wieder zu diesen Blutzuckerschwankungen führt und den Insulinschwankungen und dem Rattenschwanz, der dahinter hängt, sondern bitte die Vollkornvariante ausprobieren. Und ja, andere Möglichkeiten, um quasi diese sättigende Komponente dabei zu haben, sind zum Beispiel Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Die haben auch wieder extrem viel Mineralien, sind viel besser verdaulich als zum Beispiel, also als Weizen. Süßkartoffeln könntest du auch roh essen sogar zwischendurch, so als Snack oder wenn du mal unterwegs bist. Und auch eine gute Variante sind Hülsenfrüchte, zum Beispiel Bohnen oder Linsen. Hier kann man auch verschiedenste Varianten ausprobieren. Es gibt sogar Nudeln aus roten Linsen zum Beispiel, sind ein bisschen teurer, aber schmecken mindestens genauso gut und sind natürlich viel, viel gesünder. Das waren jetzt so die besten Alternativen meiner Meinung nach. Achso, bei den Hülsenfrüchten könnte man natürlich daraus noch ja, Sprossen ziehen, was nochmal ja, so der Next Level Shit wäre. Aber für den Anfang reicht es auch schon mal, wenn du sie über eine Nacht einweichen lässt und dann halt am nächsten Tag das Wasser abschüttest und dann kochst. Also und noch eine weitere Alternative, die jetzt für mich aber kein vollwertiges Lebensmittel ist, aber für den Umstieg, für den Übergang ja geeignet ist, sind diese Reiswaffeln oder Maiswaffeln zum Beispiel. Die kannst du halt für die Übergangsphase nutzen. Macht dann aber auch nur Sinn, wenn du dann halt auch gesunde Sachen drauf machst, wie zum Beispiel Avocado, Tomate mit ein paar Gewürzen oder Kräutern und nicht, wenn du dir dann halt die Wurst oder Nutella oder Käse auf diese Waffeln haust, dann hat man da auch nicht viel gewonnen. Genau, das war es jetzt erstmal zu diesem Thema. Also ich hoffe, du konntest jetzt einiges mitnehmen. Du hast verstanden, warum Weizen so schädlich ist, wie es dazu kam und ja, wie du ihn ersetzen kannst. Und am besten ja, fängst du jetzt direkt an, schrittweise Weizen aus deiner Ernährung zu entfernen, zu streichen und quasi durch gesunde Alternativen zu ersetzen. Genau, das war es jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.